Grüße. Aua. Pisser. Sorry, Bruder. Sorry. Verpiss dich. Okay, fahr los. Komm, komm. Der sollte seinen Wagen immer abschließen. Und ja, also, dieser Swift hat wohl eine Geiselnahme gemacht. Mit irgendeinem Alten. Der hat da wie ein Vollidiot auch noch ein Bild auf Whistle gepostet. Wie sie am Boden liegt. Und die Alte, die da liegt, soll wohl die Ex von Jason sein. Die da am Boden liegt. Geht eher so das Big Business, weißt du? Wo es um. Der Einzige, der gerade Big Dick Business verstanden hat. Ja, Big Business, Digga. Big Business, Mann. Das ist mal der Zungenbrecher. Sag 10 Meter dran, da Big Business. Big Business. Guck, da rutscht das Ding. Der Käse ist da, Alter. Big Business, Bruder. Big Business. Ja, du musst es aber 10 Mal sagen, Digga. Big Business, Bruder. Ich hab Big Dick Business auf Chatrobate gemacht. Sag so, Digga. Muss mal auf Finder machen. So. Kleine Reden aus Form und so. Big Dick Business, Alter. ja, Rick, DC kennst du, trägt Fullfarbe, einer der loyalsten Motherfucker, die du jemals gesehen hast. Das hier ist unser übergewichtiger Freund Fat Jay. Was geht? Wie du siehst, also er fährt auch bis zum Klamottenladen mit dem Auto. Ja. Oh shit. Sorry. Tut mir leid, schlag mich. Ja. Das heißt? Nein, ich bin zu müde. Tut mir leid. Ihr mit euren Armen. Alter, Alter, ihr mit eurem, ohne Scheiß, ihr mit eurem untereinander. Na, jetzt muss ich aber auch. Ja. Komm her. Ja. So, Digga, ja. Komm, jetzt kann ich mich endlich wieder an Rick ranmachen, Alter. Hab ich voll vermisst. Wie du, das kann ich machen, Alter. Ja, halt's Maul, Digga, meiner. Und es komm, wir los. Boxen uns im Rick, Alter. Ja, Digga, du warst halt eine Notlösung mit dem Finder-Match, Digga. Wow, jetzt ist Rick wieder da. Alter. Also, ich habe entschieden, ich habe keinen Bock und keine Lust, eine eigene Truppe aufzubauen. Habe ich keine Zeit für, habe ich keine Lust für. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Einfach Generve. Die Leute, die hier sind, wir wissen, dass die loyal sind. Oder sie wissen auch selber, dass die loyal sind. Und ich habe keinen Bock, das Gleiche nochmal zu machen, wieder aussortieren zu müssen, wieder neue zu holen, wieder aussortieren zu müssen. Geht mir auf den Sack. Bruder, wir sind zusammen aufgewachsen, Mann. Luke, wie wär's mal, wenn du dich entschuldigst, einsiehst, dass du ein dummer Vogel bist und dass du wieder zurück zu den Menschen willst, die du... Warst? Oh, guter Anfang. So ein dummer Idiot warst. Gut, ich war ein dummer Idiot. Ich hab mir jetzt Haare wachsen lassen, ich weiß jetzt mehr. Und ich will zu meinen Jungs wieder zurück, auf die ich vertrauen kann. Zu deinen Jungs? Ja. Und Candy. Okay, das erzählen wir April besser nicht. Und Mädels, ja, okay. Ja, so selten wie die da ist, hab ich die vergessen, es tut mir leid. Na super. Herr Mediziner, Sie müssen sich mein Auge bitte auch noch einmal angucken. Ich habe auch eine Bombe bekommen. Also, ich hätte schon das Auge, muss mal rausnehmen. Okay, krieg ich deine Augenklappe? Was du nee. Nicht? Du kriegst so ein Glasauge, Bruder. So Mad-Eye Moody-Style. Aber als Pupille mache ich so ein Weedblatt. Was war die Meinung von Schuck jetzt eigentlich? Okay, ich sehe sie. Ich glaube, die siehst du, ja. Hat er ihn gerade angestochen? Ich hab's nicht gesehen. Ja, hat er. Fuck. Fucky, one time. Tach. Okay, dann hol mal dein Handy raus, weil das Ding ist, also ich und Frank sind offiziell wieder ein Ding. Und falls ich im Sterben liege, mir Arme, Beine fehlen oder weiß ich nicht, solltet ihr ihn gegebenenfalls anrufen. Und gratulieren oder was? Okay. Du hast gleich so eine gemacht. Ich geh ja schon. Alter. So, jetzt geht, warte. Die Reparaturdatei. Re 1 im Gangsterhandbuch besagt, dass du immer ein kariertes Hemd tragen musst. Regel Nummer 2 im Gangsterhandbuch besagt, dass du niemals mit den Polizei reden sollst. Regel Nummer 3 im Gangsterhandbuch besagt, dass du Grammatik nicht verstehst und prinzipiell immer einen Sprachfehler hast. Regel Nummer 4 im Gangsterhandbuch besagt, dass dein Lieblingswort Moorfager ist.
Regel Nummer 5 im Gangsterhandbuch besagt, dass du krasser bist als jeder andere, egal wer vor dir steht. Viel Spaß beim Leben als Gangster. Ja. Ja, AC und Schück haben schon dagegen verstoßen. Das ist krass, ne? Gegen Regel 1. Ich weiß nicht, ob ich mir die Vollversion kaufen soll. Du kommst jetzt mit, ich gebe dir jetzt eine Bombe. Ja, nein, ich war das doch nicht. Ich bin ein Gangster, auch wenn ich kein kariertes Hemd habe. Ja, dann gib meinem Handy eine Bombe. Nee, gib den. Warte mal. Warte, nein, das ist mein Auto, warum trete ich dagegen? Ey, warte, wer ist da drin? Fick euch. Wo so wollt ihr hin? Südlager, hab ich doch gerade reingerufen, Alter. Ach, der ist so. Rest ankaufen. Bei 5. Für die Online-Nämlichkeiten. Ja, am besten Dank. Euer Dealer. Was willst du fürs Phosphorid? Den Phosphor machst du mit dir. Mit dir Phosphor oder was? Naja, 27 Stück hattest du drin. Ja. Na, wie viel willst du? Preis wie bei DC, 50. Ich mach euch guten Preis, kann man nichts sagen, glaube ich. $50 pro. Scheiße, jetzt muss ich rechnen. Soll ich auch mitrechnen oder kriegst du hin? Warte, 2700 durch 2, ne? Das wären 1350. Ich geb dir 1500. Alles klar, machen wir. So, jetzt hab ich Blatt gemacht hier. Jetzt hab ich endlich meine Freiheit. Nee, du gehst auch an die Wand hier. Oh, weg mit dir. So, jetzt sitzt sie auch an der Wand. Zack. Jetzt müssen wir den nur noch von der Bank runterkriegen. Und da mit dir. So, jetzt habe ich mir die Meldung gemacht, wie sie mir gefällt. Kenny sitzt am Rand. Er sitzt am Rand. Die stehen und sitzen am Rand. Perfekt. Was geht, Bruder? Alles gut bei dir? Ich bin da mal wieder weg. Pace, Mann. Mathe? Na? Gefällt dir das? Du Penner. Oh, ich bin da mal weg. Pace. Ne, was ist los? Bruder. Hä, was denn? Ich stütze es auf 350 runter. Nein. Wollt ihr mich Nein, nein. Ich bestütze. Ja, aber das ist alles voll. Der ganze Mörderpark ist voller Zivilisten. Pfui. Jeden, ja, aber halt. Also, es kann gut sein, dass sie doch. Warum genau? Let's go! Ich find's gut, dass du hier hinten sitzt bei mir. Ja, ich auch. Es ist voll warm. Und dein Kopf riecht voll nach Erdnussbutter. Jetzt könnt ihr grapschen. Ich gucke auch nicht hin. Hey Candy, hast du für uns beiden hier hinten ein bisschen Candyland-Musik? Oder darf ich mal was anmachen? Mal richtigen Gangster-Shit an. Holy shit, mach den Schlag. Nein. Ist das von Lazy Town? Wo will ich keine Liebe mit dir machen? So fühlen wir das nicht. Bruder. Bruder, ist doch egal, erstmal Bier trinken. Ole. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Ole. Nichts passiert. Ole. Hast du dein Bier gerade ausgekippt, Digga? Sorry, Mann. Ja. Man kann da reinklettern von da, wo ich hingerannt bin. Du oben auf dem Dach oder was? Nee, ich bin innen drin. Ich bin da unten bei diesen Tennisfeldern. Okay, warte, ich bleib hier oben, Digga. Okay. Sag mir, wenn die rausgehen. Okay. Okay. Bodyguard ist dein Vater, Digga. Ja, Mann. Auch rein.
Cause I need you to. And I miss you. Alter.